Die Menschen im Irak haben derzeit vor allem Angst. Angst vor einem Krieg und seinen militärischen wie wirtschaftlichen Konsequenzen. Donald Trump hat Bagdad mit Sanktionen gedroht, sollte die irakische Regierung die US-Truppen des Landes verweisen. Sanktionen wie noch nie zuvor, sagte der US-Präsident wörtlich. Das dürfte bei vielen Irakern traumatische Erinnerungen an das Embargo der 1990er Jahre wecken. Dies sei die schlimmste Zeit gewesen, die sie je durchmachen mussten, sagen hier immer noch viele Menschen. Sie erzählen von unerträglichem Hunger und davon, dass ihre Eltern alles verkaufen mussten, was sie besaßen, nur um an Lebensmittel zu kommen. Ihre Botschaft an den US-Präsidenten ist deshalb, neue Sanktionen würden nicht die Politiker treffen, sondern nur die Menschen, die der eskalierenden Gewalt im eigenen Land zwischen den USA und dem Iran hilflos zusehen müssten. Entre les États-Unis et l'Iran.